Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um gleich drei Toys, die wir alle mit dem Lederer in 9.1 herstellen können. Und da ich selber Lederer bin, habe ich mir schon ein paar Rezepte dazu zusammengesammelt. Leider habe ich noch nicht alle, aber alle von diesen drei Toys, die ich euch gleich vorstellen werde, kann man auch im Auktionshaus kaufen. Also keine Sorge, ihr braucht dann nicht selber Lederer zu sein. Wir haben einmal das wieselnde Leckerli. Das ist ein Toy, wo wir das Rezept einmal von einer Daily hier in Corfair bekommen. Das ist ein bisschen random tatsächlich. Hier kommen immer andere Daily Quests jeden Tag. Und die Belohnung der Daily Quests variieren tatsächlich auch von Charakter zu Charakter. Also ihr macht dieselbe Daily Quest und kriegt unterschiedlichen Loot. Mal gibt's Anima, mal gibt's Ruf, mal gibt's einen Transmog-Teil. Mal gibt's auch ein Rezept, wenn ihr zum Beispiel hier wie ich Lederer seid. Und dort habe ich das vor ein paar Tagen einmal bekommen. Und zur Herstellung ist das eine relativ günstige Sache. Ihr seht hier, wieselndes Leckerli, 18 Bleichborken, bleicher Knochen, nicht Bleichborken, so rum, bleicher Knochen. Und dann haben wir noch hier so ein paar Splitter, die wir zahlen müssen. Also das ist wirklich im ziemlich lowen Bereich. Und das zweite Toy haben wir einmal bleiche Orakelknochen. Dafür brauchen wir auch ein paar bleicher Knochen. Und dieses habe ich vom dem Dungeon die andere Seite bekommen. Tatsächlich beim ersten Run, wo ich jetzt 9.1 im Plus drin war, habe mein Weekly Key gemacht und dementsprechend das Rezept gekriegt. Ich vermute, dass es ein 100% Drop ist. Auf jeden Fall sind die Drop-Chancen natürlich ein bisschen geringer, weil den Boss gab es ja schon vor 9.1 bzw. die M-Plus-Kiste und dementsprechend sind da noch keine vernünftigen Daten da. Und das letzte, was wir dann noch in der Liste haben, ist die bleiche Knochenflöte. Und die, da brauchen wir auch wieder relativ wenig Mats für. Ihr seht, das ist eine billige Sache. Und diese Flöte, beziehungsweise das Rezept dafür, kriegen wir aus diesen Knochenhaufen-Vorkommen raus. Das sind diese hier, die hier unten sind. Handy Notes zeigt mir das an. Also nicht alle, die aufleuchten, sondern anscheinend wirklich nur die da unten, weil die heißen ein bisschen anders, ne? Also das sind hier auch so Relikt-Truhen, Splitterfell-Vorräte. Aber wir müssen tatsächlich hier diese Knochenhaufen aufmachen, die hier unten sind. Hat anscheinend eine relativ kleine Chance. Das habe ich noch nicht mein eigen nennen können. Das Rezept gibt es auch im Auktionshaus, habe ich gesehen. Im Moment ein bisschen teuer. Wir können mal gucken. Also das Rezept kostet hier im Moment irgendwie 84.000, was ich ein bisschen unverhältnismäßig finde. Aber das Item an sich war jetzt hier für 300 Gold drin. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, also die Mattkosten von dem Ding sind vielleicht 20, 30 Gold. Aber dann sollen die Leute, wenn sie ihr Rezept schon geholt haben, ihr ein bisschen Gewinn haben. Die 200, 300 Gold bringen mich nicht um. Und dann haben wir das letzte Toy hier auch noch. Das Rezept muss ich dann halt noch farmen in die Tage. Mal gucken, wie lange das dauert. Gut, ich würde sagen, wir lernen mal die drei Toys und schauen uns das mal an. Wieselndes Leckerli. Mal als erstes. Da haben wir es. Setzt ein kleines Knochen tragenden Golem ab, den euer Haustier 30 Sekunden lang jagen kann. Okay, dann tun wir jetzt das mal kurz irgendwo hin rausziehen, machen wir das mal so und packen mal ein Haustier aus. Jetzt gucken wir mal, was haben wir hier Schönes. Nehmen wir mal den XT, komm, ich mag den XT, das ist einer meiner Lieblingshaustiere, den beschwören wir jetzt mal und schauen wir mal, was der XT damit macht. Gehen wir mal ein bisschen hier näher ran. So, okay, den kleinen Knochengolem haben wir und was macht der XT? Der fängt jetzt an danach zu flitzen. Hier gut. Es ist ganz nett, aber so krass vom Hocker haut mich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay. Also da muss man schon sehr nah ranflitzen, dass man sieht, wie das aussieht, das Skelett. Das sieht ganz cool aus, aber das ist wirklich winzig klein, ne? Ich darf von oben drauf schauen. Okay, jetzt ist es auch hops gegangen. Gut, das war das erste Toy. Dann das zweite bleiche Orakelknochen. Gucken wir uns das mal an. Befragt die Knochen, um die Zukunft zu erfahren. Lass mich mal raten, es sieht so ähnlich aus wie ein anderes. Okay, ich dachte, da passiert jetzt irgendwas. Ah, das ist nur im Chat, ne? Wirft die bleichen Orakelknochen, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. Hat den Umhang geworfen. Die Verzweiflung besucht die jeden einmal, doch lässt sie nicht ewig bei euch leben. Okay, ich keine Ahnung, was mir das jetzt sagen soll. Also du hast hier anscheinend, so wie es aussieht, keinen visuellen Effekt. Das finde ich ein bisschen schade. Ich dachte, er wirft vielleicht wirklich so Knochen oder sie, besser gesagt, ich habe ja einen weiblichen Charakter tatsächlich.
komisch. Okay, also das Toy ist jetzt irgendwie ein bisschen unterwältigend. Gut, dann haben wir das nächste. Dafür haben wir ja nämlich drei bleiche Knochenflöte. Die lernen wir jetzt auch noch. Spielt eine unheimliche Melodie, die alle in eurer Umgebung zum Tanzen verleitet. Okay, jetzt schauen wir mal. Gehen wir mal irgendwo hin, wo ein paar mehr sind. Warte mal, der hockt auf dem Mount. Gehen wir mal da hinten hin. Gucken wir mal, ob das klappt. Okay. Hier gut. Klappt ja wunderbar. Also ich tanze, sonst tanzt niemand. Du hörst keine Melodie, du hast einen Debuff. Also vielleicht habe ich den Sound auch zu leise, ne? Das mag natürlich sein. Okay, naja, wir haben drei mehr Toys. Also für Sammler ist das eine schöne Sache. Praktikabel fallen die Dinger bei mir durch. Aber mittlerweile sieht es sehr, sehr gut aus. Zumindest an der Toy-Front bei mir. Die Sammlung wächst, mir fehlen jetzt nicht mehr viele. Und ja, damit wären wir tatsächlich am Ende. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu den Toys sagt. Ich finde die jetzt irgendwie alle nicht so nice. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen falsch verstanden tatsächlich. Kann auch sein, aber irgendwie, selbst für einen Toy-Standard, und Toys sind ja eigentlich immer ziemlich useless, war das jetzt nicht so geil, die Sachen. Also da war ja da war das Mini-Skelett noch das Beste von den drei. Naja gut, okay. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Telar, bis zum nächsten Mal. Ciao.